Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wunderlich Inside. Für uns ist es immer wichtig, dass ihr genau wisst, was in unseren Köpfen so ein bisschen vorgeht und was wir uns als nächsten Step gut vorstellen können. Und vor allen Dingen das auch vorstellen, denn ihr solltet wissen, was wir bei der Wunderlich GmbH im Endeffekt technisch alles drauf haben und in der Individualität euch gestalten können. Zumindest euer Motorrad, euren Charakter wiedergeben, indem, dass wir ein Motorrad anpassen an die Gegebenheiten, die ihr fortfindet. Also sowohl beim Motorradfahren wie aber auch beim Motorradtreff, wenn ihr irgendein schönes Bling-Bling zeigen wollt, wie wir immer es nennen, oder ihr seid auf Reisen und benötigt wirklich, was ihr dabei habt. Ihr merkt schon in der Einleitung, es ist relativ vielfältig, was man damit abdecken kann. Und Vielfältigkeit gilt auch für Pierre. Denn der weiß ganz genau Bescheid, was wir bei der Wunderlich GmbH für euch umsetzen können und was vielleicht nicht möglich ist. Ganz wichtig für uns ist, alles möglich zu machen. Vieles. Ganz genau. Und da machen wir uns dann gemeinsam Gedanken drüber. Und da geht es eigentlich auch schon los. Wir stehen zwischen drei komplett unterschiedlichen Charakteren an Motorrädern. Genau. Und wir haben links eine R18. Wir haben ein wunderschönes Modell, was wir hier gerade in der Mitte vorfinden. 1250 GS Supermotorumbau. Und wir haben da noch eine BMW, die ich so noch nicht gesehen habe. Eine 90 Scrambler letztendlich, 70 mm höher gelegt übers Fahrwerk, 21 Zoll Vorderradumbau, Heckumbau, Lackierung von uns speziell, deshalb auch Green Hell. Du warst ja vor kurzem erst noch da. Genau. Das merkt ihr schon. Individualisiert. Das ist nicht das Motorrad, wie es aus der Kiste kommt, aber es ist das, was unsere Traumvorstellung geworden ist, indem, dass wir uns lange darüber Gedanken gemacht haben, wie kann ich denn ein Motorrad anpassen an den Charakter, den wir haben wollen. Und natürlich, die Wunderlich GmbH ist nicht weit weg von der Green Hell. Also die grüne Hölle wurde auch mal da wieder mit einbezogen, beziehungsweise der Charakter von uns ist da mit drin entstanden. Und die eigentliche Umsetzung eines Motorrades, das individuell zu gestalten, bietet natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe es gerade schon gesagt, Pierre, die Übersicht dazu behalten ist gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen auf jeden Kundenwunsch einzugehen, bedarf auch eine gewisse Organisation. Genau. In der Umsetzung vor allem. Und da sind wir jetzt genau bei der Frage, wie geht sowas? Gut, du musst zum einen differenzieren zwischen Komplettumbau, so wie wir es jetzt hier haben, mit Felgen, Fahrwerk, Bremsarmaturen, Bremsleitung, Bremssättel, Lackierung oder aber wie bei der R18 ein reines Bolt-on-System, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Bedeutet, der Kunde kann sagen, ich finde die Lampenmaske geil oder ich finde die Lampenmaske schön, bestellt sich die Lampenmaske in Originalfarbe lackiert und wenn der Kunde ein liniertes Fahrzeug noch hat, auch liniert, ist fertig an Lager, genauso wie die Fender vorne und hinten und kann dann Step by Step beispielsweise seine R18 oder auch R90 umbauen. Umbauen. Jetzt muss ich da aber fragen, kann er? Ist das die richtige Formulierung? Weil die Sache ist ja, er kann auch zu dir kommen und sagen, ich habe eine R18 als Standardmotorrad genau. Und ich möchte gerne, dass ihr mir das Motorrad in der Werkstatt umbaut, weil nicht jeder ist fingerfertig. Genau, letztendlich hat der Kunde wie immer die Wahl. Mhm. Also der Kunde kann sagen, pass auf, ich bestelle mir die Sachen, baue die selber um, weil ich Kfz-Mechaniker, Meister, was auch immer bin. Ich kann als Kunde zu uns kommen, wir bauen es in der Werkstatt um, bei uns im Anbauservice. Der Kunde kann aber auch zu unserem Händler fahren, beispielsweise zu unseren Partnern. Ne? Wir haben Deutschland oder weltweit jede Menge Partner, wo der Kunde sagen kann, pass auf, ich hätte gern Lampenmaske, Schwingsattel, Fender, seitlichen Kennzeichenträger. Bitte bau mir das an mein Neumotorrad oder Gebrauchtfahrzeug dran. Das heißt praktisch das, was ihr vielleicht jetzt hier in dem Beitrag das erste Mal seht oder für euch eine interessante Möglichkeit ist, bedeutet nicht unbedingt, dass ihr hier zur Wunderlich GmbH kommen müsst, weil es nur hier vor Ort die Möglichkeiten gibt, sondern eben die Händler und wir sind sensationell gut vernetzt und wollen das natürlich auch für euch bereitstellen. Deswegen da schon mal der Hinweis, schaut unten in der Videobeschreibung nach, klickt euch mal durch, welcher Händler in der Nähe ist und wo ihr euch vielleicht beraten könnt oder einfach auch die Reise antretet, einfach mal hier vorbeizukommen. Denn es ist höchst interessant, was man dann auch in der Werkstatt vorfindet, denn die Erfahrung, die man hier gemacht hat, ist wirklich schön, wenn die Kunden kommen mit dem Standardmotorrad,
vielleicht am selben Tag oder einen Tag später ihr fertiges Motorrad wiedersehen und es eigentlich nicht wiedererkennen. Richtig, genau. Die technischen Vorteile, die wir mit einbauen können, ich sag mal, das eine ist Bolt-on, eine Verschönerung und eine Individualisierung. Das andere ist ja zum Beispiel eine GS. Ich meine, das Motorrad ist basistechnisch nicht so, wie es jetzt hier steht, hat aber alle weiteren Möglichkeiten, weil ich kann genauso Koffersysteme etc. Du kannst genauso deinen Vario-Koffer drauf machen, du kannst genauso einen Alu-Koffer drauf machen, du kannst mit Sozius in den Alpenurlaub fahren und dann da wirklich Strecke machen und Pässe fahren. Mhm. Vernünftig. Ne? Hier haben wir jetzt eine Besonderheit von der fahrwerksfähigen Bremssattel, Bremspumpenabstimmung. Das ist so umfangreich, dass wir wirklich eine Einzelabnahme hier vor Ort machen müssen, um STVZO-konform unterwegs sein zu können. Ganz wichtiger Hinweis, natürlich all das, was ihr verbauen könnt, beziehungsweise das, was ihr im Katalog findet, ist auch dementsprechend den Straßenverkehrsregeln konform. Also das ist nicht irgendwie gebastelt, sondern das ist, und das ist ein riesiger Prozess im Hintergrund, der mit vielen, vielen Leuten wirklich geplant sein muss, weil wenn neue Bundesamt allein schon. Die Technik so umzusetzen, wie wir es oftmals gerne im Haus wollen, ist gar nicht so leicht, weil man eben sich an gewisse Regeln halten muss. Und diese Regeln bedeuten dann auch, wir bekommen ein neues Motorrad, ein neues Modell. Und dann geht es eigentlich in der Entwicklung schon los, dass die Köpfe rauchen, um eben das bestmögliche Paket zu bieten. Ein Paket ist das Motorrad auch. Ich meine, das ist gerade so Kaffee Racer, ich setze mich drauf, setze einen Helm auf, ziehe mir Handschuhe an und habe einfach den Moment für mich, das ist anders. Hier haben wir jetzt auch schön unser 21 Zoll Vorderrad. Original hat die Scrambler aus dem Kopf 19er. Mhm. Sprich, du kannst damit auch mal einen unbefestigten Feldweg etc. wirklich vernünftig fahren mit dem 70 mm Plus. Genau, was ja in der Kombination sofort wieder Sinn macht. Genau. Richtig, dann haben wir unsere einteilige Sitzbank. Die Green Hell ist komplett von uns lackiert worden, anders wie die R18. Heckumbau, Taschensystem, das ist alles gar kein Problem. Ne? Du hast gerade gesagt, von uns lackiert worden. Auch den Vorteil, das ging gerade vielleicht so ein bisschen unter, habt ihr. Also verschiedene Designs, sowohl bei den Sitzbänken wie aber auch bei den Anbauteilen, sind im Haus verfügbar und man kann in sogar Originalfarbe zum Beispiel von BMW die Materialien so verbauen, dass es auch in der Sonne, und vielleicht kennt der eine oder andere das im Detail, da liegt der Teufel, dass man oftmals gar nicht erkennt, dass es eben ein Anbauteil ist der Firma Wunderlich, weil es so schön integriert ist in das Gesamtkunstwerk vom Motorrad. Genau, R18 ist das beste Beispiel, ne? Also Frontfender, Lampenmaske, Heckfender, unsere sogenannten Rockbobfender, haben wir in allen originalen R18 Farbtöne lackiert, beziehungsweise auch lackiert und liniert an Lager liegen. Mhm. Sei es jetzt Manhattan Metallic Green Matt wie jetzt hier, da gab es dann noch die Geschichte mit den schwarzen Linierungen, auch das ist fertig lagernd. Bedeutet, der Kunde bekommt sein Paket, packt es aus, montiert es und kann losfahren. Muss sich nicht mit einem Lackierer etc. noch rumschlagen, wo der Farbton eventuell nicht passen könnte. Genau, das ist nämlich der Part. Und da bin ich auch ganz ehrlich, Lackierung ist nicht gleich Lackierung. Und für uns im Haus ist die Wertigkeit extrem hoch, weil wir wollen garantieren, dass es das bestmögliche Paket ist, was ihr bekommt. Und somit ist auch klar, dass all das, was dann in den kleinen Details oftmals gar nicht zu sehen ist, sehr viel Arbeit macht, wir aber stolz darauf sind, dass wir es inzwischen über die Jahre und die Entwicklung auch so umsetzen können, dass wir garantieren können, dass es die beste Qualität ist. Jetzt will ich noch einmal zu diesem Motorrad kommen, denn wir sehen speziell hier, dass die Auspuffführung so nicht original ist. Bei der Scrambler schon. Bei der Scrambler ist sie so der original. Der Auspuff nicht, der ist jetzt vom Bose. Darauf möchte ich nämlich ganz genau hinaus. Der Endschalldämpfer ist jetzt vom Bose, aber die Auspuffführung mit dem Auspuffhalter ist jetzt hier original. Ganz genau. Warum will ich darauf so hinaus? Es ist im Endeffekt das Motorrad,
was aber vom Charakter und der Silhouette sich komplett verändert, weil eben der Endtopf auch getauscht wurde. Und da kommen wir dann wieder zu der Straßenverkehrsordnungsgeschichte. Genau. Gar nicht so einfach, den Sound schön zu gestalten, aber immer noch unauffällig unterwegs zu sein, genau, und jetzt nicht jeden zu verärgern, der am Sonntag im Garten sitzt. Das ist uns persönlich wichtig, weil nicht Lautstärke entscheidet, sondern der Klang. Genau. Und auch da gibt es Möglichkeiten. Klar. Entweder, wie jetzt bei den zwei Fahrzeugen, über die Bose-Endschalldämpfer oder bei der R18 Zart-Endschalldämpfer oder hier vor Ort sind wir mittlerweile auch Jekyll und Hyde-Partner. Ne? Bedeutet, wir können auch einen zugelassenen Klappenauspuff für die verschiedenen Modelle anbieten. So, das ist die Ergänzung, die wir gerne euch bieten wollen. Wie die Umsetzung dann ganz genau aussieht und nachdem Pierre seine Arbeit gemacht hat und euch richtig beraten hat, das sehen wir jetzt. Wir gehen nämlich mal gemeinsam in die Werkstatt und werden dann noch den einen oder anderen fragen, wie denn solch eine Umsetzung dann wirklich am Ende des Tages aussieht. In diesem Sinne, let's go. Und nachdem wir gerade von Pierre schon mal erklärt bekommen haben, wie solch eine Beratung funktioniert, geht es dann natürlich in die Umsetzung. Das haben wir gerade schon kurz besprochen. Der Pierre ist da vorne für zuständig und der Fachmann, den Herrn, den kennt er neben mir, Sebastian Klettke, schon aus dem ein oder anderen Wunderlich Inside-Video bekannt. Oftmals geht es um Fahrwerke, aber es geht immer um Technik. Das ist richtig. Und deswegen stehen wir bei dir in der Werkstatt und wollen mal darüber sprechen, wie denn dann so ein Umbau vonstatten geht. Wenn jetzt Pierre mich beraten hat und gesagt hat, okay, für deine R18 gibt es die und die Option, dann bist du im Endeffekt der oder die Schnittstelle, die das umsetzt. Was gehört zu solch einer Umsetzung dazu? Genau, wenn vorne der Auftrag definiert wurde, geht es natürlich an uns, an die Werkstatt weiter. Wir vereinbaren dann in allererster Linie überhaupt einen Termin mit dem Kunden für den Umbau, ob es die R18 ist oder ob es die Desert X ist. Es fängt tatsächlich an von der Sturzflügelmontage, Zusatzscheinwerfer zu so Komplettumbauten, auch so etwas individuelle Geschichten wie bei der 17 Zoll GS. Wir schauen dann natürlich auch nochmal final drüber, weil wir einfach näher an der Technik dran sind. Wie sieht es mit der Kompatibilität der einzelnen Produkte aus? Können wir das so umsetzen, wie der Kunde es möchte? TÜV-Konformität ist natürlich auch immer ein ganz großes Thema, dass wir da nochmal schauen, okay, ist das alles Plug and Play? Greifen die ABEs? Weil auch wenn Bauteile eine ABE oder ein Bauteil eine ABE hat, heißt es nicht unbedingt, dass es diese ABE sich nicht in Kombination mit anderen Teilen wieder aufhebt oder respektive, dass es dann trotzdem eingetragen werden muss. Einfacher ist natürlich bei Stoßflügelmontagen, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, was ABE oder Zulassungsfähigkeit angeht. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich als Kunde hier hinkomme und sage, ich möchte was individualisieren, also wirklich, ich möchte das Motorrad eigentlich nicht nochmal so auf der Straße sehen. Ich kann meine Kombination ausprobieren, dann bist du derjenige, der mit dem Kunden redet und praktisch die Möglichkeiten aufzeigt und dann aber auch in der Erfahrung, die du bereits gemacht hast, sagen kannst, okay, pass mal auf, wenn wir das und das machen, dann müssen wir hier und dort drauf achten. Am Ende des Tages ist es aber so, dass der Kunde kommt, das Motorrad fertig ist, er nichts mehr machen muss, sondern das Ding vom Hof schiebt, losfährt und glücklich sein kann. Ganz genau. Wir schauen dann, dass wir A, ein Zeitmanagement oder einen Zeitplan aufstellen, dass der Kunde weiß, er muss einfach einen Tag Aufenthalt einplanen oder ich brauche das Motorrad 1, 2, 3, 4, 5 Tage, wie auch immer, wie umfangreich der Umbau ist. Und wir bieten es natürlich auch mit an, dass wenn gerade wir stehen davor, Beispiel 17 Zoll GS-Umbau mit Radsatz, mit Fahrwerk, mit großer Bremsanlage und. Du zählst die Dinge so auf. Jetzt sind wir bei dem Motorrad praktisch, wo wir sagen, okay, das sind Anbauteile. Das geht aber wenig in die Fahrphysik. Genau. Jetzt sind wir genau bei solch einem Thema da drin, dass Fahrphysik, auch dein Spezialgebiet, umgesetzt werden muss. Denn wenn ich ein Vorderrad ändere im Zollbereich und sage, okay, pass mal auf, das wird kleiner, das Motorrad wird sportlicher bewegt, ich habe eine andere Bremsanlage, ich habe dieses und jenes, mehr Grip zur Verfügung, eine andere Dynamik, dann bist du praktisch derjenige, der auch sagt, okay, pass auf, dann machen wir aber nicht nur das andere Vorderrad und Hinterrad, sondern wir brauchen auch das Motorrad im Balance.
Das ist halt unsere Erfahrung, die wir überall bei allen Umbauten mit einfließen lassen. Ob es jetzt der Extremumbau ist, was Fahrphysik, Fahrdynamik, Fahrwerksgeometrie angeht, oder auch bei den R18-Umbauten, dass wir halt ganz genau wissen, okay, die Details, darauf müssen wir achten. Und der Kunde fährt hier nachher vom Hof, hat einen sauberen Umbau, der technisch gut umgesetzt ist. Und den Garant, das will ich auf jeden Fall sagen, den Garant, dass wir, weil du das gerade erwähnt hast, mit der Erfahrung euer Motorrad auch dementsprechend abstimmen. Weil es heißt nicht unbedingt, dass wenn etwas umgebaut ist, es besser ist wie original. Sondern wenn ich etwas umbaue, dann muss ich mir in der Erfahrung Gedanken machen, was gehört noch dazu, um das Gesamtpaket dann auch dementsprechend erfolgreich auszustatten. Und der Kunde hier wirklich die erste Kurve vom Hof fährt und sagt, alles klar, das funktioniert. Und das ist eben diese Detailverliebtheit, die wir auch haben in Probefahrten, Testfahrten. Und ich weiß, Sebastian sitzt permanent auf irgendwelchen Motorrädern drauf, um genau das dann zu spüren und zu sagen, okay, da müssen wir nochmal, ich will nicht sagen, den feinen Stift ansetzen, aber da sollten wir nochmal nacharbeiten, um das Gesamtpaket zu verbessern. Du kennst es ja aus eigener Erfahrung. Es ist nicht immer nur damit getan, Teile einfach anzuschrauben. Es wäre so einfach. Da brauchen wir nicht unbedingt nur das Thema Fahrwerk aufmachen. Das ist im Prinzip bei allem so. Wenn du gerade so weitreichende Umbauten machst, wie so ein Bobber-Umbau bei der R18, kommt halt einfach auf die Details an, dass du sauber arbeitest, dass du weißt, welche Teile kann ich miteinander kombinieren, was macht das Motorrad wirklich besser oder schöner. Mhm. Je nachdem, was der Kunde für einen Anspruch hat und wo die Reise hingehen soll. Ob es jetzt halt so ein Customizing-Projekt ist, à la R18 oder mehr so in die Adventure-Ecke. Genau, wo die Reise hingehen soll. Wie möchte ich von A nach B meinen Körper, meine Seele? Und wir sagen ja immer so schön, ein Auto transportiert den Körper, ein Motorrad die Seele. Und wir wollen uns natürlich auch dementsprechend wohlfühlen, wenn wir das machen. Und vielleicht ist es nicht die R18, die euch anspricht, aber das ist das Schöne bei der Wunderlich GmbH. Wir haben nicht nur die R18 oder BMW-Modelle, sondern wir sind markenoffen. Wir haben auch Ducatis da und die Desert X ist natürlich was komplett anderes als die Fahrzeuge, die wir gerade schon gesehen haben. Aber in der Erfahrung dann wieder eine echte Bereicherung, weil man viel davon lernen kann und auch in der Umsetzung wieder neue Dinge kennenlernt, die dann mit einfließen in die Entwicklung. Ja, weil ganz klar, habe ich jetzt vor, mehr Cruiser zu bauen oder à la Megamoto-Style so eine sportliche GS zu realisieren oder lass uns das Adventure-Segment gehen, da ist die Bandbreite ja auch wirklich groß. Mhm. Will ich jetzt so Cross-Country-Traveling machen mit Gepäck, mit ein bisschen Offroad-Anteil, soll es doch mehr der Tourer werden oder ist der Offroad- und Geländeanteil doch größer, wenn ich eine größere Reise plane und weiß im Vorfeld, okay, 80% wird über Schotter gehen. Mhm. Da musst du natürlich ganz anders rangehen und es sind ganz andere Details wichtig, wie das Motorrad vorbereitet wird, als wenn du jetzt einfach nur, eine Eifel- und Mosel-Tour planst. Genau. Und dadurch ist das Gespräch, was ihr gemeinsam bei der Wunderlich GmbH mit zum Beispiel Sebastian Klettke oder vorne mit Pierre führt, essentiell wichtig für das, dass man euch besser kennenlernt. Wir wissen, was ihr benötigt und dann wird es umgesetzt. Und dieses persönliche Gespräch, ich finde die Beratung, die hier stattfindet, enorm wichtig, weil man eben miteinander dann auch eine Idee entwickelt, was man vorhat auf dem Gefährt, was die Seele transportiert. Und dafür danke ich dir erstmal, Sebastian, dass wir darüber sprechen durften. Hoffen, wir haben eure Interesse wirklich, ich sag mal, gebündelt und ihr schaut einfach unten in der Videobeschreibung mal nach, was es denn da für Optionen gibt und wir sehen uns. Entweder vielleicht bei der Anfahrt 2024 beim Tag der offenen Tür bei der Wunderlich GmbH oder jeden Tag im Online-Katalog sind wir für euch bereit. Anders kommt Montag bis Freitag vorbei, trinkt einen Kaffee mit uns, schwätzt mit uns über das, was ihr als wichtig empfindet, wenn ihr mit dem Motorrad unterwegs seid und wir entwickeln uns alle miteinander. Genauso soll es sein. Das ist das Wichtige. So. Es soll nämlich euer Motorrad werden. So, und genau darum geht's. Also, schaut vorbei. Wir freuen euch auf euren Besuch und sagen erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, eine gute Zeit und bleibt auf zwei Rädern.